Die frohe Kunde prangt direkt am Eingang. Besucher sind endlich wieder willkommen im Vogelpark und streichelt's Hotelto. Seit November letzten Jahres durfte hier niemand mehr rein. All die Tiere blieben allein zu Haus. Auf deren Hunger hatte das natürlich keine Auswirkungen. Doch wie sollte das Futter ohne ausbleibende Besuchereinnahmen weiter bezahlt werden? Diese Frage stellte sich Betreiber Lothar Lübeck mehr als einmal. Zum Glück für ihn und die Tiere konnte er sich auf seine treuen Besucher verlassen. Ich habe von einer Freundin gehört, dass sie halt sehr, sehr viel Schwierigkeiten hier haben, ums Überleben kämpfen, sage ich mal. Und da kam uns halt die Idee, dass wir ein bisschen zusammenlegen, ein bisschen was kaufen und einfach spenden. Es blieb während des Lockdowns nicht die einzige Futterspende. Nur dank ihnen konnte die Teltower Institution die knapp 3 Monate Schließzeit überstehen. Darüber ist auch Mandy Berghauer froh. Wir hätten es wirklich sehr, sehr schade gefunden, weil mit unserer Tochter waren wir schon sehr, sehr oft hier. Und das ist einfach so, ja, wenn man am Wochenende nicht großartig viel machen wollte, dann ist man immer hergekommen. Hier hatte man immer Spaß, ich konnte Tiere füttern, auf dem Spielplatz, war immer sehr schön gewesen. Eine Zeit, der nun fürs Erste nichts mehr entgegensteht, außer in der Auftaktwoche ein Hindernisparcours für die Besucher aus Pfützen und Schneematsch. Und natürlich die längst obligatorischen Hygieneregeln. Doch verglichen mit dem Zustand zuvor sind das geradezu Luxusprobleme. Natürlich erleichtert, dass wir jetzt selbstständig für uns wieder wirtschaften können. Nicht mehr abhängig sind von den ganzen Spenden der Besucher, Firmen und anderen Selbstständigen. Auf die zurückliegenden Monate blicken sie hier nicht gerne zurück. Es ging um die Existenz, sagt Betreiber Lothar Lübeck. Schuld daran war das gesamte Jahr 2020. Wir haben seit November 2020 zugehabt und das war so plötzlich, wir kamen nicht in Vorleistung. Wir haben ja nichts richtig weglegen können. Hat zwar für 2 Monate erreicht, aber dann war Ende. Weil uns fehlte der März, April. Das ganze Ostergeschäft ist weggefallen. 10 Jahre schlechtes Wetter. Und das 10. Jahr, wo wir praktisch, oder das 11. Jahr, wo wir hätten gut verdienen können, wo schöner Sommer, Sonnenschein, war Ostern zu. Über allem stand die Frage, ob es notwendig war, einen Freiluftpark wie den in Teltow zu schließen. Denn die Gebäude bleiben auch jetzt zu. Betreiber Lübeck hat dazu eine klare Meinung. Wenig Verständnis, weil die Unterschiede auf Landesebene laufen. Die sind einfach nicht identisch. Berlin hat auf, wir Brandenburger mussten zumachen. Kann ich nicht nachvollziehen. Krisen hat der Vogelpark schon einige überwunden. Auch der Teltow-Kanal berichtete und engagierte sich mehrfach. Auf seine Stammbesucher konnten sich die Tiere dabei stets verlassen. Nicht super. Ich habe es heute in der Zeitung gelesen und wir haben gesagt, dann starten wir gleich durch und kommen mal vorbei. Und für die Kinder ist das ja eine ganz tolle Geschichte. Ich finde es toll und deswegen nutzen wir auch die Gelegenheit, mal hierher zu kommen heute und hoffen, dass viele Besucher kommen und dass er weiter Bestand hat. Toll. Also macht Spaß, man kann wieder mal was anderes sehen als das nähere Umfeld zu Hause. Wir wissen jetzt wieder, wo wir mit unseren Enkelkindern hingehen können. Das ist ja doch eine Freude für die Tiere so dicht zu sehen und auch zu streicheln. Und auch für den Park sehr wichtig, dass der erhalten bleibt. Zur guten Stimmung beigetragen haben dürfte auch, dass kurz zuvor endlich die lang ersehnten Hilfegelder geflossen sind. Die Zuversicht, fürs Erste ist sie wieder da, im Vogelpark Teltow.